Hallo und herzlich willkommen zurück auf der neuen Hof Bergmann im LS22. In der letzten Folge haben wir uns ja die Neuigkeiten der Karte angeschaut und in dieser Folge möchte ich gern mit euch unseren Spielstand für die nächsten Episoden aufbauen und erschaffen. Dazu haben wir einen üppigen Kontostand. Den habe ich mir jetzt natürlich da einmal hinzugezogen bzw. hinzugefügt, damit wir die ganzen Gerätschaften kaufen können. Wie ihr seht, habe ich von den vorhandenen Sachen, die auf der Hof Bergmann standardmäßig am Start dabei sind, bis auf den Tankwagen alles verkauft. Da ich da gern in eine andere Richtung gehen möchte und ein paar andere Gerätschaften haben möchte. Dazu gehen wir als erstes einmal in unseren Fahrzeugshop und da starten wir am besten mit den Traktoren. Für unsere zukünftigen Felder brauchen wir natürlich einen großen Traktor. Und da gibt es hier vom. Ich habe ihn über den Agrarplay gefunden, beziehungsweise wurde der ja vorgestellt. Ich glaube, er ist aber hier von den. Ich weiß nicht, wie die Jungs heißen. Auf jeden Fall von dem Modder-Team. Da gibt es einmal hier den Fendt 900 TMS. Das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Fahrzeug. Da würde ich auch sagen, gehen wir in die vollen mit der größten Motorleistung 351 PS. Ich bin ein Freund von Michelin-Reifen und dann gucken wir hier mal. Wir haben hier auch die neue Variante schon mit dabei. Das heißt, wir haben hier diese Reifendrucksensoren bzw. das Reifendrucksystem, wo wir den Reifendruck mit regeln können. Das benötige ich aber jetzt nicht. Von daher lassen wir das weg. Radgewichte und breite Reifen sind, denke ich, da ganz schick. Das heißt, wir nehmen das Ganze einmal in dieser Funktion. Kotflügel machen wir natürlich auch noch ein bisschen breiter. Und dann gibt es hier hinten noch Warnschilder. Einmal USA, einmal Europa. Dann nehmen wir Europa. Ja, Arbeitslanden auf jeden Fall LED. Mal gucken, was wir hier noch so haben. Also wir haben einmal den Turbo-Schriftzug. An der Seite haben wir auch noch was. Nur den Turbo. Und nur die Sidemarker. Ich würde sagen, wir nehmen beides. Rundumleuchte, LED oder Halogen. Da würde ich sagen, bleiben wir beim Klassiker. Die schönen Halogen. Für den Kennzeichen bzw. Auspuff und Kennzeichenhalter wäre ich auch für den normalen. Und das Ganze ohne Kennzeichen. Und fürs Lenkrad, da bleiben wir auch bei der alten Generation. Als Kennzeichen, ganz wichtig, nehmen wir hier meinen Landkreis. Jetzt verrate ich meinen Landkreis. Uiuiui. Naja. So. Und dann nehmen wir einmal hier die, ja, Hof Bergmann. Und das Ding heißt 900. Deswegen nehmen wir halt, der ist 930. Dann nehmen wir 930. Genau. Kennzeichen nur hinten. Das passt. So. Der ist einmal gekauft für 129.000 Euro. Dafür kann er sehr viel. 351 PS haben wir jetzt. Ich würde eine Nummer noch kleiner gehen. Würde dafür noch mal einen mittelgroßen Traktor nehmen. Da habe ich jetzt hier ins Auge gefasst den guten John Deere mit 175 PS. Müssen wir noch mal gucken, ob wir den so nehmen. Aber den könnte man eigentlich. Ja, da könnte ein bisschen was auf dem Hof tun mit den Breitreifen. Haben wir hier auch Gewichte hinten dran? Ne, haben wir nicht. Wir nehmen die Breitreifen. Frontladeranbau würde ich mitnehmen, genau, von Hauer. Und dann haben wir hier einmal Hof Bergmann, den 78. Gut, der 10 passt nicht hin. Aber das passt schon so. So, den nehmen wir mit dazu. Für den brauchen wir natürlich dann auch noch einen Frontladeranbau. Das machen wir direkt mal hier, sonst vergessen wir das. So, von Hauer. Ach, wir hätten auch einen für den nehmen können. Naja, gut. Was haben wir denn hier für Kombinationen? Ach so, wir haben dann die Kombination. Okay. So. Nach 10, ach, wir nehmen das hier. Das passt.
So, und dann nehmen wir als Kombination natürlich noch eine Schaufel. Einen Ballenspieß könnten wir eigentlich auch gleich mitnehmen. Palettengabel. Ja, auf jeden Fall die hier. Und ein Hebewerkzeug. Da geben wir nachher noch ein bisschen in die andere Richtung. Ja, die nehmen wir auf jeden Fall noch. Halt, was ist das hier? Eine. Ach so, das ist die Zerkleinerung. Genau, ja, nee, das brauchen wir nicht. Wir nehmen noch die Universalschaufel mit dazu. Beziehungsweise überlege ich gerade, ich möchte auf jeden Fall einen Teleskoplader kaufen. Da brauche ich eigentlich nur einen Ballenspieß. Genau, wir nehmen noch einen Ballenspieß mit dazu. Dann passt das. So, und dann gehen wir noch in die kleine Richtung. Bei den Kompakttraktoren. Brauche ich einen einfach nur um Kleinigkeiten zu bewegen. Und da würde ich auch sagen, nehmen wir einfach hier den Bührer für den Anfang. Das ist eigentlich ein ganz schickes Ding. Na, wo bleibt er denn? Da ist er. So. Da nehmen wir auch einfach hier unsere Kombination. Spielerei, aber schön, dass es da ist. So, ansonsten benötigen wir auf jeden Fall, weiß nicht, benötigen wir hier noch was? Eigentlich nicht, eine Schubkarre, die könnten wir auf jeden Fall gebrauchen. Ich weiß gar nicht, ob der Andi irgendwo welche postiert hat, das müssen wir gleich nochmal gucken. Ansonsten ein Wasserfass könnte auch irgendwo rumstehen. Schmierfett. Ah, ist ja wunderschön, was er hier alles reingepackt hat. So, als Anhänger bin ich ein Freund eigentlich von Sieversdorfer. Die werden wir jetzt auch einfach mal uns schnappen. Und zwar werden wir hier das größte Teil nehmen. So. Dann nehmen wir die schönen alten. Ein Trittbrett vorne ran, auf jeden Fall. So, Zugmaul haben wir ja, weil wir brauchen auf jeden Fall zwei. Mit einer Abdeckung oben drauf. Und dann hier in dem schönen rostfarbenen. So. Davon nehmen wir, wie gesagt, gleich zwei. Oder nehmen wir noch einen. Wir nehmen für den Anfang noch einen, dann können wir uns immer noch mal einen zukaufen. So, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Plattformanhänger. Da bin ich wieder bei meinem Tieflader vom Bremer. Der ist funktioniert eigentlich wirklich sehr, sehr gut. Dann nehmen wir auch hier die 500 als Kennzeichen. Zack. Machen wir jetzt hier mal auf schnelle Welle. Okay, so, dann haben wir ja schon mal Traktoren und so weiter gekauft. Die würde ich jetzt als erstes mal herholen, damit wir die nicht alle vom Händler hier rüber holen. Können wir die gleich mal zurücksetzen. Das ist so ein kleiner Trick, den verrate ich euch jetzt mal. Da kann man, wie gesagt, das Ganze auf dem Hof zurücksetzen. Dann taucht das nämlich alles direkt auf dem Hof auf. Und ihr müsst nicht die Strecke hin und her fahren. Ist jetzt auch für mich eine schöne Sache, wenn ich ehrlich bin. So, Ballenspieß. Und die Palettengabel. Somit haben wir das erstmal abgehakt. Na, da steht jetzt alles hier schön fein drapiert. Wir gehen nochmal rein in den Shop. Wir brauchen auf jeden Fall für unsere Felder nochmal einen Mähdrescher. Dazu wollte ich jetzt vorerst mal hier in unseren Gebrauchtmaschinenkauf gucken. Da können wir eigentlich auch hier gleich zuschlagen mit dem New Holland. Der sieht eigentlich ganz schick aus. Das Ding kostet sonst ja über 100. So, was können wir denn hier noch so machen? Dann nehmen wir wieder einen Michelin.
einfach die 100 dran. Den würde ich jetzt einfach mal kaufen. Das sieht eigentlich ganz gut aus. So, und dann holen wir doch uns gleich noch passend für den Teleskoplader Werkzeuge. Nochmal eine Schaufel. Und eine Palettengabel. Damit das auch passt. So, ansonsten Maschinen, Mähdrescher. Mähdrescher ist so eine Sache. Da bin ich auch auf der Hof Bergmann, beziehungsweise nicht auf der Hof Bergmann, auf der Deutschland-Map bin ich ja gut mit dem T560 von John Deere gut gefahren. Allerdings ist der hier für diese Karte ein bisschen klein. Und da wäre ich dann lieber doch hier beim Fendt. Kostet eine Stange Geld, aber dafür kann er auch ordentlich was. Von daher würde ich den auch nehmen. Und dann gucken wir mal, dass wir den auch gleich für die Größe bereit machen. Die Felder sind relativ groß auf der Deutschland, auf der Hof Bergmann. Und da, wie gesagt, nehmen wir lieber das. So, jetzt gucken wir mal. Breitreifen auf jeden Fall. Sieht einfach besser aus, muss man einfach so sagen. So, und hier passen wir mal auf, dass wir da die PS-Zahl hinten dran packen. So, und dann kaufen wir das gute Stück einmal. Für 500.000 Schnapper. So, hier haben wir das 30er. Das kaufen wir jetzt einfach neu. Ich kaufe jetzt kein gebrauchtes. So, beim Design weiß ich ehrlich gesagt nicht, was sich hier verändert. Hier drüben verändert sich was. Hoppala. Oh ja. Die nehme ich mit dazu. Das passt. Das sieht cool aus. So, da haben wir einmal das. Und hier als Kombination müssen wir noch einen Schneidwerkswagen holen, ist ja klar. Wir müssen das Ganze ja auch ordentlich transportieren können. Glaube ich sogar, reicht der aus. Bei Schneidwerkswagen ist das immer so eine Sache. So. Ansonsten brauchen wir auf jeden Fall noch einen Ladewagen und Mähtechnik, denn die würde ich gern auch. Also ich würde auf jeden Fall eine Wiese als nächstes kaufen, um da schon mal für die Tiere alles vorzubereiten. Das heißt, der Plan ist jetzt gleich nachdem wir hier so ein bisschen was eingekauft haben, dass wir definitiv in den Kauf von Feldern gehen und nochmal auf eine Wiese. Die würde ich gerne noch kaufen. Am besten irgendwo in der Nähe, wo wir nicht ganz so weit fahren müssen, dass wir das alles ein bisschen kompakt halten. Und da würde ich, wie gesagt, auch gleich beim Weizendreschen oder je nachdem, was draufsteht, auf jeden Fall die Schwadablage mitnehmen, sodass wir dann mit dem Ladewagen drüber fahren können und uns schon mal nochmal zusätzlich Stroh holen. Und dann auf jeden Fall noch das Gras und eventuelles Heu noch mit dazu packen. Ja, das war da auf jeden Fall für die Kühe, weil ich würde gerne in die Kühe investieren und da mit der Silage dann, die wir auf unserem Hof im Silo dann machen können, dass wir da eine Mischration herstellen können. Und dann können wir uns da die Tiere mit aneignen und somit auch gleich Milch produzieren können. Natürlich halten auch wieder Ziegen und Schafe Einzug. Diesmal auch mit, ich sage jetzt mal, dem Vorteil, dass wir hier auf der Hof Bergmann hier drüben einmal über die Straße gehen können und dort die Ziegen und Schafswiese kaufen können. Ja, und dann halt Milch produzieren, Milch und Wolle. Ziegenmilch können wir dann zu Käse verarbeiten. Die Käserei haben wir hinten auf unserem Hof ja schon vorhanden. Und dann können wir das Ganze hier in unserem Hofladen verkaufen. Ja, das ist so der Plan für die nächsten Episoden. Ich hole jetzt mal den Rest noch vom Händler. Vorher kaufen wir, wie gesagt, nochmal einen Ladewagen. Da bin ich eigentlich immer ganz gut hier mit dem Strautmann gefahren. Jetzt gucke ich gerade mal. 130 PS, 95 PS. Da können wir auch hier den etwas größeren nehmen. Den Pöttinger. So, Michelin. Silier mit der Tank. Ganz wichtig, dass wir den noch nehmen. Dann wird das Ganze im Silo schneller gegärt. So, halt. Das wollte ich nicht.
So, den nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch Siniermittel, genau. Das kaufen wir auch gleich mal dazu. So. Ja, und dann haben wir hier noch die Mähtechnik. Da bin ich eigentlich auch wieder beim Pöttinger, muss ich ganz ehrlich so sagen. Das Novacut 301, das hat uns auf der Deutschlandmap schon gut vorangebracht. Und das Novacut A10 genauso. Ja, da würde ich sagen, hole ich alles zum Hof. Wir haben viel eingekauft, viel gemacht. Ja, da würde ich sagen, kaufen wir uns einmal ein paar Felder. Wir haben uns ja jetzt schon die Plantage, die Apfelplantage gekauft. Die nehmen wir jetzt erstmal noch nicht dazu. Die Kompost, das haben wir jetzt, wie gesagt, erstmal zum Veranschaulichen, aber ich habe es auch, wollte es sowieso kaufen, also können wir das gleich mit nutzen, wenn es dann dazu kommt. Zu den Feldern. Ich würde auf jeden Fall hier am Hof direkt mal ein Feld kaufen. Da finde ich eigentlich hier die Sorghumhirse. Wenn die das ist. Jetzt muss ich selber mal schauen. Hier ist er. Jawohl, auf der 5 und auf der 9. Okay, also ich würde auf jeden Fall hier die 5 kaufen. Das ist eine schöne Größe vom Feld. Das andere Grüne ist dann die Sojabohne. Die könnten wir eigentlich auch gleich kaufen. Also das, die 5 und die 2 würde ich auf jeden Fall kaufen. Die 13 ist dann wahrscheinlich Gras. Genau. Das ist eigentlich auch eine Idee, dass wir hier gleich, da können wir nämlich immer schön kurze Wege. Kurze Wege sind wichtig. Kurze Wege sind wichtig. Okay, dann würde ich sagen, kaufen wir hier einmal diese, dann die zwei und dieses hier. Da haben wir drei Felder. Das sollte für den Start erstmal reichen. So können wir unsere Grünpflege betreiben etc. Jetzt zeige ich euch noch mal kurz hier hinten unseren Kuhstall. Darauf läuft es dann einfach erstmal hinaus. So, da haben wir nämlich hier unseren Kuhstall, ne? Und hier hinten dran ist dann auch die Käserei. Und hier haben wir unsere Garage bzw. unsere Werkstatt linker Hand und hier ist unser Silo. Damit können wir das Ganze dann ordentlich befüllen. Wie sieht es hier aus? Die ist noch im Wachstum. Okay, das passt. Ja, ich würde sagen, wir kommen als langsam zum Ende. Ich baue den Hof jetzt hier noch ein bisschen auf, pack alles so ein bisschen zusammen, hol die Fahrzeuge vom Händler, so dass das Ganze hier einmal passt. Falls ihr irgendwelche Fragen, Anregungen etc. habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ansonsten würde ich mich über ein Like, ein Abo und einen Kommentar wie sowieso freuen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Auf einen guten Start auf der Hof Bergmann. Macht's gut. Ciao.